Bevor ich nach Tel Aviv gezogen bin, war ich wie einige in meinem Alter etwas verwirrt, etwas lost. Ich habe gerade meine Karriere als Model angefangen, aber wurde ständig von außen immer wieder gefragt, willst du nicht studieren? Was machst du nach dem Modeln? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich kann definitiv sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich viel getan habe, einfach nur um den Erwartungen von anderen zu entsprechen. Vor allem von Familie, von Freunden, von diesem Status quo, was erwartet wird. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Druck von außen empfunden habe und gar nicht mehr so richtig den Freiraum gesehen habe, was ich eigentlich will. Das ist mir auf jeden Fall schwer gefallen zu der Zeit. Gerade am Anfang, als ich nach Tel Aviv gezogen bin, sind mir auf jeden Fall direkt krasse Kulturunterschiede aufgefallen. Was mir sofort aufgefallen ist, ist die Wärme und die Herzlichkeit der Israelis. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Uhren da ganz anders ticken. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich glaube, ein sehr, sehr einschneidender Moment für mich war mein erstes Shabbat-Dinner mit meinem Freund. Das findet jeden Freitag bei denen statt. Das ist sehr traditionell in der jüdischen Religion. Wir saßen alle gemeinsam zusammen, freitagabends. Mein Freund war dabei, seine Schwester war dabei, der Mann seiner Schwester, die Mama, die Neffen. Es war ein riesengroßer Tisch, es war jede Menge Essen aufgebahrt. Es war einfach so super schön und ich weiß noch ganz genau, wie ich da gesessen habe und mich umgeschaut habe. Und irgendwie ist so der ganze Druck von mir abgefallen und ich dachte mir, eigentlich ist es doch alles egal. Das ist das Einzige, was zählt. Familie um sich haben und Menschen um sich haben, die man liebt. Und ja, ich glaube, das war für mich auf jeden Fall, da hat es irgendwie Klick gemacht in meinem Gehirn, dass das ist, was ich will.